Wer in Rom teures Wasser kauft, ist selbst schuld. Überall gibt es die Nasoni mit frischem Trinkwasser. Aber Obacht am glatten Rand. Ansonsten solltest du ihm etwas Langärmliches einstecken, auch im schwitzigen Hochsommer. Denn hier ist alles eine Kirche, auch das Pantheon. Da wird nämlich kontrolliert. Wenn du Oma oder Eltern was Besonderes mitbringen willst, dann doch den Kalender der gut aussehenden italienischen Priester oder eine Postkarte direkt aus dem Vatikan. In den Vatikan kommst du mit dem deutschen Personalausweis auch ohne lange Warteschlangen. Naja, zumindest auf den Cimitero Teutonico, den kleinen Friedhof der Deutschen. Einfach zur Schweizer Garde am Seitentor gehen und fragen. Beim Trevi-Brunnen kann man eh nur alles falsch machen. Eine Münze, zwei, über Kreuz werfen, egal. Hauptsache, du glaubst dran.